So, passend heute zu meiner Bastelstunde kam natürlich Post aus unserem Lieblingsversandhaus oder aus meinem Lieblings-Online-Dealer, wie ihr wisst. Hatte ich mir für den Camper nun bestellt, und zwar eine Rückwärts- oder Rückfahrkamera mit Transmitter, also mit Funksendern. Viele haben gesagt, die taugen nichts in Fahrzeugen mit Blechkarossen. Ich habe das mal mit einer anderen getestet, da dieser Funksender und Empfänger ja im Fahrzeug hängt und die Übertragung ja eigentlich quer durch die Luft ist, ohne Metall dazwischen, es sei denn, man hat einen Transporter mit Trennwand, ist das überhaupt kein Problem. Die Dinger funktionieren so super. Also zumindest der, den ich getestet habe. Jetzt habe ich mir einen bestellt. Der ist heute angekommen. Also, ihr seht den Link dazu unten auf der Seite. Ich habe das schon mal alles aufgerissen. Coole Sache. Hier ist der 7 Zoll Monitor dazu. Also gut verpackt. Das ist eine recht stabile Luftpolstergeschichte. Und nochmal extra eingepackt. Es sind sämtliche Varianten von Haltern dazu. Es ist ein Netzteil für 240 Volt, Netzteil für Zigarettenanzünder. Es ist ein Saugnapfhalter für die Frontscheibe dabei. Es ist aber auch ein Halter für das Lüftungsgitter dabei. Also es ist wirklich ein gutes Angebot. Es ist eine 4 GB Speicherkarte dabei. Das Ding geht, glaube ich, bis 32 oder 64, bin ich nicht ganz sicher. Müsstet ihr in der Beschreibung mal schauen. Und das Coole bei dem ist, also Kamera quasi kommt bei mir hinten an den Camper ran, Funk dabei, angeklemmt wird sie am Rücklichtkontakt und der Empfänger. Der kommt natürlich hier rein, USB kommt hier rein, Netz ist dann auch dabei. Ja, wie gesagt, hier ist das Anschlusskabel dabei. Das wird auf den Rückfahrscheinwerfer gelegt, das heißt, man muss nicht irgendwie über die Schaltung rummehren oder was, sondern das Gerät kriegt Strom über den Rückfahrscheinwerfer. Sobald ihr den Rückwärtsgang einlegt, geht ihr euer weißes Rückfahrlicht an. In dem Moment kriegt der Signal über euer 12-Volt-Bordnetz und schaltet dann automatisch in den Rückfahrkameramodus. So die Theorie. Also wie gesagt, mit einem Gerät von einem Bekannten habe ich es getestet. Klappt wunderbar. Hier nun zum Monitor, 7 Zoll. Also ganz schöner Hirsch. Und eben, wie gesagt, das für den Preis, den ihr da gesehen habt. Achso, es ist noch eine Schutzhülle dabei. Aus so einem Samtzeug. Recht stabil. Aha, da ist es schon. Ich hoffe, man kann es sehen. Zack, und da ist es schon da. Der Akku ist sogar schon geladen. Ich hoffe, ich muss mal hier ein bisschen rumspielen an der Cam. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ein bisschen reinzoomen hier. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen deutlich. Also, und zwar kann man hier festlegen, die Favoriten, man hat einen Taschenrechner drauf, also das Ding ist, funktioniert ähnlich wie ein Tablet-PC. Ihr könnt hier MP3s speichern, Videos, ihr habt hier sogar Spiele drauf. Wie gesagt, das Ding hat ein Touchscreen. Bluetooth, ihr könnt hier E-Books mitlesen, ihr habt hier einen Flashplayer drauf, Radio, zack, so geht das Spaß einzuschalten, Sendersuche, je nachdem wie man das möchte. So, Navigation, ja, hat er mich jetzt erkannt, aha, okay, ihr seht das. Es ist alles vorinstalliert, ihr müsst nichts am Computer machen, eventuell updaten, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Hier oben steht auch die Adresse, wo es die Updates gibt.
Eventuell funktioniert das auch automatisch, kann ich nicht sagen. So, hier hat man dann die Einstellungen. Hier gibt man das Fahrzeug ein, Typ, maximale Geschwindigkeit, die kann man ändern. So, ich sage jetzt mal 100. Komm, Porsche. Okay. 105. Will ich gern haben. Ja. Okay, lassen wir 106. Kann ich gut mit leben. Also ich habe es wie gesagt fürs Wohnmobil. Damit heizt sich nicht so. Ich fahre in der Regel maximal 110. So, dann sieht man hier, sucht ein GPS-Signal, geht völlig automatisch. Er gibt meinen Standort an. Ja, geh mal zurück. So, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Wir wollen wieder ins Menü. Ja, ihr seht, ihr habt hier eine Routenplanung drin. Ihr habt die Suche drin. Ihr könnt Adresse suchen, Sonderziele. Ihr könnt das Ganze auf der Karte anzeigen lassen. Ihr habt die Favoriten zum letzten, ihr könnt die Ziele festlegen, ihr könnt eine komplette Routenplanung machen. Na, warte mal, hier haben wir noch mehr. Hier unten ist dann mehr. Koordinaten anzeigen geht auch. Also ihr seht, ihr habt hier auch noch ein super Bild mit den Koordinaten, also nicht nur mit Straßen, sondern wirklich auch mit Breiten und Längengraden. Für zum Beispiel Geocaching-Freaks, die können das Ding dann auch natürlich benutzen, ist ein bisschen groß für die Jackentasche, aber ja, ob man nun ein riesen Handy bei hat oder sowas. Wie gesagt, ihr könnt die Route anzeigen lassen, Route ändern, Straßen, die ihr meiden wollt, Übersichtskarten, Routen löschen. Ihr könnt euer Fahrzeug jederzeit ändern, ihr könnt die Fahrer wählen. Ihr habt hier alternative Routen, Reiseplan, Routeneinstellungen, wollt ihr Landstraße. Ihr habt eine Navigationssimulation. Ihr könnt Routen vordefinieren und speichern. Also das Ding hat wirklich sehr viel Auswahl. So, ihr seht es, ihr habt eure Einstellungen, Updates und Extras, MP3-Player, Bildbetrachter, Fahrtenübersicht, Sonnenauf- und Untergang wird angezeigt, wenn ihr das gerne hättet. Es ist genial, also euer kompletter Standort wird eingeblendet. Jetzt im Moment zeigt er an, ihr seht es an der Schattierung. Ich hoffe, man kann das hier so einigermaßen erkennen. Und zwar haben wir jetzt hier die Nachtzone. Das blendet ja auch so ein. Völlig cool. Ihr habt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, wenn ihr das festlegen wollt. Ihr habt einen Taschenrechner drauf. Ja, was haben wir noch? Länderinfo. Ihr könnt eure Zahlungsweise einstellen. Ihr könnt einstellen, ob ihr Euro oder Dollar bezahlen wollt. Einheitenumrechner haben wir hier, Länge, also ihr legt vorher fest, wollt ihr in metrischen Maßen rechnen, in Kilometern und bla bla bla, ihr gebt ein, Länge, Fahrzeuglänge, gefahrene Menge, Länge, nicht Menge, Temperatur in Celsius, Fahrenheit oder Kelvin, wie ihr das möchtet, Geschwindigkeit, km/h, Meilen, Meter pro Sekunde, Kilometer pro Sekunde, Knoten natürlich auch, haben wir auch noch da. Und die Anzeige auch in Mach, also wer wissen will, wie langsam er in Mach unterwegs ist, der kann das natürlich auch abrufen. Wir haben dann immer noch mehr. So, ihr seht, es lässt sich hier alles. Aha, wir haben ja die Knoten und die englischen Knoten, dementsprechend müssten wir eigentlich die Meilen haben. Die See- und die Landmeilen eventuell, ich weiß es nicht. Also die Auswahl ist mehr, als man eigentlich möchte oder braucht. Wir haben die Geschwindigkeit, den Kraftstoffverbrauch, Leistung, Fläche, Volumen, wie er das alles möchte. Hat hier Einstellung ohne Ende, Druck, hoho, aha, in Bar. Ja, okay, Kleidung, was ist das? Oh, man kann, wenn man möchte, kann man sogar seine Kleidungsgrößen eingeben. Das ist natürlich Körbchengröße, Unterbrustweite, Damen, Schuhe, Damenkleider, also Herrenanzüge. Man kann die Größen der Familien eingeben, falls man mal einkaufen geht und man hat sie nicht im Kopf, hat man sie im Navi. Wo sonst? Ja, jedenfalls eine Menge
Spielereien, ob man sie braucht oder nicht. Ein Taschenrechner haben wir auch dabei. Ansonsten eine recht lustige Sache. Wie gesagt, Akku ist da, GPS ist eingebaut, das Ding hat Bluetooth, MP3, Video, sämtliche Schnickschnack. So, und dann schalten wir das natürlich aus. So einfach geht das. Zack, dann kommen wir aus dem Navi-Modus in den Standard-Modus. Und um es auszuschalten, drücken wir hier oben drauf. Zack, und dann sagt er 5 Minuten warten, Sekunden warten oder sofort ausschalten, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, tolles Gerät. Ich habe mir das beim Bekannten angeguckt, das hat jetzt schon 2 Jahre, es funktioniert super. Auch das GPS-Signal ist gut zu empfangen, auch durch Wohnmobile mit Alkoven, also da nutze ich das auch. Also es wird nicht groß abgeschirmt. Es ist eine Beschreibung dazu, wie es funktioniert, wo was angeschlossen wird. Die ist natürlich in Englisch, sehe ich gerade, okay, aber da das bebildert ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Es steht da, wo was angeschlossen wird, dass in der Regel schwarz die Masse ist und rot plus. Das sollte man als Kraftfahrzeugführer wissen, das hat man in der Fahrschule gehabt, nämlich bei der Behandlung der Batterie und wie die funktioniert und wie man die anderen abklemmt. Ja, dann sieht man Display, Kamera, die Anschlussmöglichkeiten. Hier ist dann beschrieben, wo das angeschlossen wird. Hier wird natürlich auch Plus und Minus vom Rückfahrscheinwerfer abgegeben. Ja, und das war es dann schon. Diese Geräte übertragen dann das Funksignal von der Kamera. Welche hier ist, die lässt sich verstellen. Hierzu muss ich sagen, da habe ich einige negative Einträge gelesen. Also zu all den vielen positiven, wo sie schreiben, ja, super Teil, super Ausleuchtung, ganz prima, hat auch diese gerasterte Anzeige im Monitor, dass man die Abstände sehen kann. Gab es einige, die sagten, die Dinger sind nicht so wasserdicht. Also ich habe mir gedacht, ich werde mir da einen kleinen Regenschutz in Klarsichtkunststoff rüberbauen, damit das nicht direkt den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Wie das im Endeffekt aussehen wird und wie das eingebaut wird, wo ich es einbaue, das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Im Moment aber noch Scheißwetter draußen, es regnet, es ist kalt. Ja, also wie gesagt, wenn ich den Kram einbauen werde, dann werde ich das natürlich auch festhalten, auch wie es angeschlossen wird, damit man da nicht irgendwie fehllaufen kann. Ja, so viel kriegt man halt. Ich habe das inklusive Versand, den Spaß, für lächerliche 150 Euro bekommen. Dafür bekommt man in der Regel noch nicht mal ein Navi in der Größe. Wie gesagt, es funktioniert recht gut. Ich selbst war erstaunt. Ich habe das jetzt mal getestet und habe es mal in meinem PKW mitgenommen, mal kurz eine Runde. Und konnte natürlich keinerlei Unstimmigkeiten feststellen, im Gegensatz zu meinem eingebauten Navi. Also von daher, 150 Euro gibt es auch günstiger. Ich habe sie, glaube ich, schon für 109 gesehen. Gibt es auch mit Kabel, da kosten sie, glaube ich, bei Kabel 89, wer keine Funkübertragung haben will, weil er eben zu viel Handys im Auto hat oder was. Oder ähnliches, da müsst ihr sehen. Wie gesagt, ich habe unten auf der Seite, ich weiß jetzt nicht, seht ihr mich jetzt das Video bei YouTube oder auf der Webseite, also wenn ihr auf meiner Webseite seid, auf Schnipp unten, auf schnipp.de, dann wisst ihr ja, Schnipp, da unten drunter sind die Links dann auch, wo die Sachen zu kriegen sind. Wenn ihr sie bei mir kauft, kriege ich natürlich, oder über meine Links kauft, kriege ich natürlich wie immer 1-2% vom Kauf ab. Das ist bei Klickwerbung so üblich. Vielleicht sind es auch 5, kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht, ich habe das nicht so im Überblick. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, habe euch die Sache vorgestellt und demnächst dann mehr mit der Geschichte des Einbaus. Ich danke euch fürs Zusehen und vielleicht bis demnächst, wenn ihr wollt.